Moni, hallo Leute, heute. Ja, das mache ich gut, oder? Du machst das toll. Hallo Leute, heute. Sag ich doch. Ja, heute sitze ich bei der lieben Marie zu Hause. Kennt ihr schon von ihrem Channel? Kennt ihr Marie Meinberg? Die hat einen wunderbaren Channel. Und ja, gerade hier in der Wohnung. Und Cupcake. Und es waren, das ist das richtig Witzige, das mal auch. Es waren, du hast mal Leute, es waren 6 Cupcakes da drin und ich habe allein 4 gegessen, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Ich habe einen Zuckerschock, weil wir haben es um wie viel Uhr? Wollt ihr sehen? Ja. Hast du schon gesehen, was ich da schick, ne? Du hast Game Boy Color? Ach, du hast ja mal einen gekauft. Ja, hier, es ist 0.22 Uhr. Es ist 0.22 Uhr und deswegen habe ich auch schon meinen Schlafanzug an. Ja. Läuft. Warum so spät? Ich durfte heute mal wieder drehen fürs Fernsehen. Ich dachte, ich gerade Burger am Besitzer spielen. Einer der Lieblingsburgerläden. Und jetzt habe ich ihn noch bei der Marie, die hat so ein Tonstudio für ein neues Format was eingesprochen. Das könnt ihr bald mal sehen. Es ist und geheim. Achso. Es ist noch geheim. Das alles habe ich eingesprochen. Und das wird man dann irgendwann mal sehen können, werde ich nochmal sagen. Deswegen ist jetzt aber ganz spät und auch Feierabend. Ja. Und das aber so lange dann kein Video auf Robson-Town gegeben hätte, dachte ich, dann machen wir einfach ein Video hier. Wollen wir anstoßen? Ja, guck mal hier. Ich habe noch einen Aufkleber unten drauf. Also. Prost. Gut, da komme ich jetzt hier wieder so als die Saufkabracke rüber, ne? Nee, das ist doch... Es ist nur ein Feiersekt. Denn, man muss ja auch sagen, es gibt wirklich bei mir was zu feiern. Ich bin nämlich, das, und wir sehen uns jetzt. Ja, das stimmt. Ich bin 30 geworden. 20 geworden. Das war alles gut, das ist 20. Geburtstag. Es war wirklich krass. Bitte, ich hab auf Insta, kennst du Insta? Kennst du Insta? Ja. Wie heißt du denn auf Instagram? Ich hab mal Werbe-Channel. Ich mach für jeden Werbung. Ja, nee, bist du, ich muss gar nicht, hat der Satz, mich abonniert, muss geliked werden. Nee, gar nicht, aber nee. Damit sie auch wissen, wen sie entfolgen. Ja, bitte entfolgt mal Marie Meinberg, wenn ihr das doof findet, was ich da mache. Auf jeden Fall habe ich da ein Foto gepostet und gehashtaggt mit Geburtstag, glaube ich, und 30. Und dann haben alle gesagt, no way bist du 30. Und dann habe ich herausgefunden, dass für die Leute wahrscheinlich 30 so ist wie so eine alte Oma. Ach nö. Aber viele haben gedacht, das kann gar nicht sein, so unfassbar alt bist du nicht. Ich bin gerade voll entspannt, hör dir gerade voll gern zu. Können die ganze Zeit sitzen beim Video und dir einfach zuhören. Wir können das öfter machen, wenn du müde bist, dann... Ja, komm ich her und dann drehen wir ein Video. Ja, dann mache ich das für dich. Mal gucken, was die Leute schreiben, ich schreibe bestimmt dir gerne. Ich durfte ja auch schon auf deinem Channel in der Maries Minute dabei sein. Ja, das war schön. Das war toll. Und ich meine, hallo Leute, heute habe ich es drauf. Ja, stimmt. Kann mir niemand was sagen. Stimmt. Und es kommt auch von Herzen. Stimmt. Und ich möchte euch auch noch was sagen. Folgt eurem Herzen, denn es ist und bleibt das Wichtigste. Das kommt ja erst am Ende vom Video. Ja, aber ich wollte jetzt, damit ich das jetzt vorher gesagt. Ja, ach so. Aber wir haben mal beschlossen vor einer ganzen Weile und ich habe gesagt, wir müssen das mal machen und zeitlich, weil ihr glaubt immer gar nicht, irgendwie sagt immer, ich komme zu nichts, aber ich komme dann auch nicht zu so viel oder mach viel und dann wird das nichts. Und schon ist man 30. Ihr wollt eine Nutella-Challenge machen. Na, ich habe mal so Videos gemacht mit euren merkwürdigsten Essenskombinationen und da habe ich festgestellt, dass die Menschen ja alles mit Nutella essen. Und Marie hat sich bereit erklärt, mit mir mal diese Challenge dann zu machen. Da essen wir alles mit Nutella, also auch so Lachs mit Nutella. Ich würde gerne sagen, dass ich mich total freue. Aber du hast gesagt, du machst das. Nein, ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Ich weiß nicht wann, aber ich würde sagen, spätestens im Sommer 2014. Alter, Quatsch. Alter. Zack, zack. Spätestens, zack. Wenn das hier online geht, dann treffen wir uns zum Nutella-Essen. Dir? Dir? Das ist voll anstrengend. Es ist voll anstrengend. Oh, weißt du, was ich heute gesehen habe? Ohne Witz, ich habe es noch gar nicht erzählt. Oh, jetzt kriege ich gerade wieder einen Schub. Ich war beim Catering, beim Filmset. Und weißt du, was sie da hatten? Vanillecreme. Wie Nutella, aber nicht weiße Nutella, sondern richtig eine Creme, die hat nach Vanille geschmeckt. Die schmiert man sich so. Warum bist du denn so gar nicht begeistert davon? Soll ich dir was sagen, was schlimm ist? Was denn? Du hast Vanille? Nee, aber ich... Nein. Nee, ich meine... Wie kannst du Vanille hassen? Habe ich das was gesagt? Was ist los mit dir? Raus! Nee, was? Marie, hallo Leute, heute. Erzähl mal. Behaupten wir mal. Nee, ich finde Vanille gut. So echte Vanille. Ich mag aber alles. Das kann immer niemand nachvollziehen. Ich mag Pudding, finde ich voll eklig. Grießbrei, oh, Milchreis. Ich finde das eklig. So essen, was so macht. Essen, was so macht? Ja, weißt du, was? Ja, ich verstehe, was das ist. Ich mag halt Käse. Aber die Beschreibung. Und so. Das ist so. Schnitzel. Wir haben, wie bei Familie, wir haben 100 Leute gefragt. Nennt ihr ein Essen, was du machst? Oh, Pudding. Ja, das war nicht so. Das ist sehr gut. Und dann sagt er, Schnitzel. Aha. Aber weißt du, was mir dazu einfällt? Ich saß mal im Abitur. Wir hatten Abitur, also weißt du, mega anstrengende Prüfung. Du hast alle Abitur gemacht? Jawohl, das glaubt man nicht, aber so vollkommen. Weißt du, so alle konzentrieren sich und wir sitzen, ich muss heute immer noch so lachen, wenn ich dran denke, in dieser Abi-Prüfung. Die ganze Klassenzeit und draußen poltert einer auf
auf dem Hof. Ist ja immer alles abgesperrt gewesen auf dem Schlupf. Und einer schmeißt da so Stangen und du merkst, ah, das ist ein Bauarbeiter oder so. Der ist so am Gerüst. Oder David Hein, ne? Nein, lass mich ausreden. Ja, der hat jetzt auch einen eigenen Channel. Und, der macht so Werbung. Der braucht echt, der braucht. Nee, der ist ja nett. Egal, da poltert einer auf dem Hof mit beim Abitur. Alle sind gestresst. Du merkst, das ist ein Bauarbeiter. Du denkst, was ist mit dem los? Und dann brüllt er aus tiefster Seele: Scheiße, ich hab meinen Pudding vergessen. Das ist total wahr. Wenn du gerade Pudding sagst, fällt es mir halt so ein. So. So geht's mir, wenn ich halt meinen 5 Kilo großen Gouda alt vergessen habe. Da bin ich auch fuchsteufelswild. Weißt du, was ich voll schlimm finde? Sieht man diese Flasche hier eigentlich im Bild? Jetzt? Wenn ich Apfelschorle trinken würde, dann denke ich nie Lift. Ich finde, das ist die unleckerste von allen. Ja, die gibt es immer im Späti halt. Ah. Gibt es voll viele, den ich habe in München auch so gesehen. Gibt es keine Spätis, ne? Nee, ist schlimm. Ich kann mir auch ein Leben ohne Spätis nicht vorstellen. Echt? Nee, weil das ist einfach. Die heißen ja auch woanders anders, ne? Bütchen? In Köln? Ja. Ah, okay. Naja. Und warte, in Hamburg habe ich schon wieder vergessen. Siehst du, ich werde alt. Ist so kommt. Ach, Mann. Auf die nächsten 3 Jahre. Tatsächlich habe ich dann aber, als ich dann rausgefunden habe, alle waren so, krass, du bist 30, rausgefunden, dass andere YouTuber, von denen ich auch weiß, dass sie 30 sind oder sogar schon älter, das nicht zugeben. Echt? Wo ich mich gefragt habe, ob gibt, man auf YouTube... Was heißt nicht zugeben? Öffentlich zugeben? Oder ja, die sagen, oder sie machen dich jünger. Echt? Ja. Das ist ja, bei Schauspielern und Schauspielerinnen eine ganz große Sache, ne? Das ist so, der Rita und im Lebenslauf aufzustehen, 25, die sind 29, das ist ja total. Also, das hat dann mit Marktwert und so zu tun. Nee, ich weiß auch, ist das alles verwirrt. Egal, wie auch immer. Aber ich sag mal hier an alle anonymen 30er, es ist nicht so schlimm, nicht weh. Das ist, man kann dann so sitzen und bis nachts Cupcakes essen, Spaß haben. So sieht's mal aus. Ich meine, es ist 0.20 Uhr, dieses Video geht jetzt Freitag online, aber es ist Mittwoch. Echt? Dann kann man das Mittwochs schon mal machen. Ist doch super. Läuft, wenn man 30 ist. Guck mal, das ist voll das schöne Video, finde ich. Ja. An dieser Stelle. Ja. Besser als was ich sonst so hochlade. Und guck mal, ich habe einen schönen Schlafanzug. So, Marie, du gehst jetzt schlafen. Ich gehe nach Hause. Nee. Okay, trinken wir noch eine Apfelschorle. Wir trinken jetzt noch eine Apfelschorle. Ich trinke noch einen Sekt, dann teilen wir uns das da hier. Und auf 3 Cupcakes oder 4, die ich schon gegessen habe. Gut, Freunde, das war's jetzt. Mit einem kleinen abendlichen Einblick, damit du nicht ganz so lange ohne Video auskommst. Folgt deinem Herzen. Denn es ist und bleibt das Wichtigste. Orakel Marie, ne? So geht's noch weiter mit dir, ne? Das war's. Weiß ich nicht, du bist das Orakel. Tschüss, Leute. Heute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Weil wir sehen uns morgen wieder. Nee, stimmt gar nicht. Das ist, ich habe deine Chance vertauscht. Ach, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3. Das war jetzt aber nicht das auf dem anderen Channel. Alles verrückt, aber witzig verrückt. Naja, schön. Gut, für alle, die keine Ferien mehr haben. Nee, es ist Wochenende. Entschuldigung, ist ja jetzt Wochenende. Und für alle anderen, die schon wieder in der Schule sind, einfach mal rausgehen und dem Bauarbeiter den Pudding klauen. Läuft.